Liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Serie Unglaubliche Studien. Mein Name ist Niklas Huschenbeet und an meiner Seite ist der Vize-Weltmeister der Studienkomposition Martin Minsky. Martin, was erwartet uns heute für ein Meisterwerk? Es ist ein Meisterwerk und es ist was Besonderes, denn Niklas wählt normalerweise immer Gewinnstudien aus und das ist hier ausnahmsweise mal eine Remis-Studie. Das muss also was schon ein echter Kracher sein. Muss und, mir schon gut gefallen haben. Ja. Richtig. Und das ist auch eine relativ neue Studie vom letzten Jahr, erschienen in der israelischen Fachzeitschrift Variante. Mhm. Und das ist ein ganz normales Informalturnier, das heißt mehrere Autoren, also 20 bis 30 Autoren reichen ihre Studien ein. Es gibt einen Preisrichter, der hieß in dem Turnier Steffen Svenstrup Nielsen. Mhm. Auch ein sehr strenger Preisrichter, muss ich mal sagen. Und dieser Studie gab Steffen, also er stellte zunächst eine Frage. Er fragte sozusagen rhetorisch, kann man einer One-Move-Studie einen ersten Preis geben? Und seine Antwort hieß gleich ja, man kann, denn das ist, also hier gibt es einen ganz speziellen Zug und ich will mal einen Appell an vielleicht so, also einen nicht ganz ernst gemeinten Appell an vielleicht Anfänger richten, die jetzt dieses Video sehen, also die jetzt gerade vielleicht Schach lernen und der Schachlehrer sagt denen, ja, wenn du jetzt eine Figur hast und dein Gegner schlägt diese Figur, also eine gedeckte Figur wird geschlagen von dir, dann musst du natürlich im nächsten Zug diese Figur zurückschlagen, sonst hast du keine Möglichkeit mehr. Ja, also und diese Regel, die hat Amartya Avni, der Autor dieser Studie, außer Kraft gesetzt, aus irgendwie... Aber mit den Schachregeln, also es funktioniert alles. Also vielleicht die Anfänger sollten vielleicht lieber ausschalten. Nein, war ein Scherz. Also guckt euch das an, aber es gibt manchmal Ausnahmestellen. Ja, das ist wichtig zu wissen. Es gibt Ausnahmen. Also nicht immer, wenn euer Gegner eine Figur von euch schlägt, müsst ihr zurückschlagen. Manchmal gibt es Zwischenzüge, manchmal kann man andere Sachen machen, Drohungen aufstellen. Also nichts ist im Schach schwarz und weiß und jede Faustregel hat auch ihre Ausnahmen. Und hier sehen wir eine sehr schöne Ausnahme. Also, wer möchte, kann hier bereits anfangen, die Studie zu lösen, weiß am Zug und weiß, möchte gerne Remis erreichen. Und damit seid ihr gefragt, gerne das Video hier anhalten. Okay, weiß hat ja zwei Figuren mehr, aber das Problem ist dieser G-Bauer, der vor der Umwandlung steht und das können wir auch einfach nicht stoppen. Von daher müssen wir uns hier irgendwas einfallen lassen. Und der richtige Weg ist der Zug Läufer G5 Schach. Erstmal hier den Läufer zu opfern und damit den König nach G5 zu lenken. Schwarz muss den Läufer auch schlagen, denn wenn er hier König E5 spielt, dann würde Weiß auf G6 schlagen mit Schach erst einmal. Der König zieht nach D6, um nicht in irgendeine Gabel reinzulaufen. Und jetzt könnte Weiß H3 spielen, den Springer angreifen. Der Springer kann auch nicht gut gerettet werden. Beziehungsweise wenn der Springer hier zieht, sagen wir nach F2, dann würde es Weiß tatsächlich schaffen, den Bauern aufzuhalten. Dann würde Weiß gewinnen. Obwohl, gewinnen vielleicht nicht nach Springer schlägt H3, aber er würde definitiv nicht mehr verlieren. Ja, wer weiß, vielleicht kann er sogar gewinnen, wenn er hier den Springer noch zurückbringt. Trotzki-Endspiel, ja. Das steht auf einem anderen Blatt. Es wäre auf jeden Fall kein Problem. Und wenn Schwarz jetzt umwandelt, dann bekommt Weiß auch noch den Springer auf G4, hat drei Leichtfiguren und das wäre letztendlich auch Remis. Also, das ist nicht das Problem für Weiß. Von daher schlägt Schwarz den Läufer und warum auch nicht, würde man ja meinen. König schlägt. Und jetzt Springer H7 Schach. Ich finde auch schön, wie die beiden Springer hier gut zusammenarbeiten und dem König die Felder wegnehmen. Der König müsste nach H6. Denn wenn er hier nach F4 oder H4 zieht, dann kommt direkt Springer schlägt G6 Schach nach. Und
König F5 oder König F3 läuft in die Gabel mit Springer H4 und Weiß gewinnt den Bauern. Und König E4 erlaubt es, dass der andere Springer wieder nachkommt. Springer G5 und dann kann der Springer auch hier das Umwandlungsfeld kontrollieren und Weiß wird auf jeden Fall nicht verlieren. Das heißt, in dieser Stellung spielt Schwarz König H6 und jetzt geht es so langsam los. Hier braucht man jetzt Ideen. Was kann man noch tun? Denn die Umwandlung ist unausweichlich, aber danach geht es ja noch weiter. Und ich verrate mal einmal, es hat sicherlich damit zu tun, dass der König hier auf H6 nicht besonders viele Felder hat. Im Prinzip keines aktuell. Und was könnt ihr daraus machen? Da seid ihr jetzt gefragt, Weiß am Zug, was wird ihr hier spielen? Macht mit und nutzt es als Training. Ja, der König müsste eigentlich nur Schach gesetzt werden, dann wäre es matt, aber wie geht man das am besten an? König H8 wäre erstmal so ein Zug, der einem in den Sinn kommt. Sieht auch ästhetisch aus, der König zieht in die Ecke, Springer G8 wird vorbereitet, aber leider, leider könnte Schwarz einfach H4 spielen, macht das Feld H5 frei und es geht nicht weiter. Das klappt leider nicht. Gut, dann müssen wir es eben verhindern, dass Schwarz H4 spielt und spielen selber H4. Das ist der richtige Zug. Okay, Schwarz wandelt um. Was sonst? Wir können leider nach wie vor nicht König H8 spielen. Denn hier kommt ein langes Schach aus der Ecke und jetzt ist es nur Schwarz, der matt setzen wird. Denn nach König G8 ist es bereits matt auf G7. Also zieht Weiß den Springer nach G5. Das ist hier nämlich eine andere Idee, den Springer nach F7 zu bringen und auf diese Art und Weise matt zu setzen. Ja, und jetzt hat Schwarz es gar nicht so leicht, dieses matt zu verhindern. Also jetzt muss sich Schwarz was einfallen lassen, trotz mehr Dame. Genau. Gut, eine Möglichkeit wäre hier, dass er auf F2 schlägt, keine Frage, damit würde er es matt verhindern. Aber das wäre jetzt auch ziemlich einfach für Weiß Remis. Also hier ist nichts weiter zu machen. Der Bauer auf G6 ist auch angegriffen und das ist einfach komplett Remis. Schwarz hat aber noch eine andere Möglichkeit, nämlich Springer F6 Schach und König H8. Und was jetzt? Und jetzt geht es nicht nur darum, den schwarzen Zug zu sehen, sondern auch die weiße Antwort. Also wie es jetzt hier weitergehen könnte. Und das ist besonders das Schwierige. Den schwarzen Zug werdet ihr sicherlich recht schnell finden. Aber was ist die weiße Antwort? Darum geht es jetzt. Und versucht das mal hier bis zum Ende zu lösen. Das ist auf jeden Fall möglich, wenn ihr ein bisschen außerhalb der Box denkt. Und Martin hat es ja am Anfang der Studie schon angesprochen. Von daher, ich glaube, ihr könnt das rauskriegen. Um das mal zu verhindern, muss ja Schwarz jetzt den Springer schlagen auf G5. Sonst kann er das hier nicht abwenden. Und jetzt schlägt Weiß eben nicht zurück. Hier ist es nämlich eine andere Konstellation. Weiß sieht sich diesem starken H-Freibauern gegenüber, der jetzt droht, einfach durchzulaufen. Also ich denke, nach König G7 läuft der Bauer einfach los und lässt sich auch nicht mehr stoppen. Also Schwarz könnte das hier noch irgendwie probieren, vielleicht mit Springer E5 und Springer F3. Aber ich glaube, das ist nicht zu schaffen, König F4. Und der H-Bauer ist der größte Feind des Springers, das kannst du auch auf jeden Fall mitnehmen. Und der entscheidet hier die Partie. Also, das ist eben der Punkt. Weiß schlägt nicht die Dame zurück, aber was sonst? Was kann ein Weiß sonst tun? Ja, und jetzt kommt dieses wunderschöne Motiv, was ich noch nie so gesehen habe. Wenn eine Dame angegriffen ist und du sie schlagen kannst mit Schach, dann greif sie nochmal an. Also das ist doch wirklich verrückt. Das ist absolut verrückt. Steffen hat zu mir, der hat mir das gezeigt als Preisrichter und hat gesagt, sowas hat er auch noch nicht gesehen, das ist eine ganz neue Idee. Ja? Mhm. Also eine angegriffene Dame wird also nochmal angegriffen, völlig sinnlos, ja, weil jetzt kann sie sinnlos. Ja wegsetzen, aber dadurch
passiert es halt. Dadurch ist das Remis gesichert. Seht ihr es? Das Tod ist jetzt auch matt. Das dürfen wir nicht vergessen. Gut. Das ist eine Drohung, ja. Schwarz kann jetzt wirklich jeden beliebigen Damenzug spielen. Jeden beliebigen. Und er sollte auch die Dame ziehen, denn sonst, wie gesagt, wird er sogar matt gesetzt. Also er kann auf F4 schlagen, auf H4 schlagen. Es macht keinen Unterschied. Denn egal welchen Zug Schwarz spielt, was ist die weiße Antwort? Wie erreicht jetzt Weiß das Remis? Doch noch, seltsamerweise. Ja, der weiße König ist auf Patt, deshalb braucht man nur den Springer abgeben und das kann man tun mit Springer F5 Schach. Und er muss geschlagen werden. Und er muss geschlagen werden. Der König sich selber auf H6 eingemauert hat. Und also dieser Zug F4, der ist natürlich nicht dazu, die schwarze Dame zu schlagen, sondern er überdeckt zweimal doppelt das Feld G5 und das ist der Witz an der Sache. Dass da zufällig die Dame auf G5 steht, das ist natürlich umso paradoxer, ja. Aber das ist der Witz, also das Feld G5 wird zweimal dann angegriffen und egal welchen Bauern die schwarze Dame schlägt, G5 bleibt gedeckt, sodass Springer F5 mitschlagen möglich ist. Ja, und ich finde es auch so überraschend, weil in dieser Stellung, du würdest jetzt nicht an Patt denken. Du siehst, Weiß hat noch den F-Bauern, Weiß hat noch den Springer. Wie soll ich die denn jetzt beide loswerden oder dafür sorgen, dass sie nicht mehr ziehen können? Ja. Und F4 erreicht eben genau dieses Ziel. Und das Wunderschöne ist hier, dass sich jetzt der Springer auf F5 opfert und damit auch dafür sorgt, dass der F-Bauer nicht mehr ziehen kann. Und auf einmal passt alles, Weiß ist Patt und es ist Remis. Es ist eine perfekte Konstruktion und mir gefällt auch die Einleitung sehr gut. Also es ist kein Makel in dieser Studie. Es ist alles, es ist gut gebaut, es ist technisch perfekt und die Idee, die ist ganz neu und Glückwunsch an Amazia. Also das ist wirklich ein Kracher. Ja, auf jeden Fall. Von daher, uns interessiert euer Feedback. Wie hat euch die Studie gefallen? Welche Züge habt ihr gefunden? Schreibt uns das gerne wie immer runter in die Kommentare. Und ansonsten verbleibt uns noch zu sagen, wenn euch das Video und die Studie zugesagt hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Ja, genau. Und abonniert den Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Hier kommen sehr viele Schachvideos. Und aktiviert die Glocke am besten, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Dann bleibt ihr up to date. Und damit verabschieden wir uns. Macht's gut. Ciao. Tschüss.